Ich wünschte, jemand würde die Kathedrale einreißen. Dann könnten wir sie ganz neu bauen. Dazu wäre ein Wunder nötig und davon verstehe ich nichts. Ich bin so müde. Komm, ich sing dir ein Schlaflied. Das hier mag Jack auch am liebsten. Alock caught in the hunter's net sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. All birds and men are sure to die, but songs may live forever. Prior James. Da steht Prior James. Ja. Ich spiele aber kein Tisch. Oh, Kerze geklaut. Fest verschlossen. Oh, Stufen Hauben. Da können wir jetzt hinauf. Ui. Nicht schlecht. Sehr, sehr trocken. Inschrift. Inschrift auf dem Dachboden der Kingsbridge Cathedral gefunden. 1136. Gütmund et Frius Christianus Vizit. 1066 bis 1077. Hurra fugit facta manent. Ah, okay. Ja, also früher die Kirche anzünden. Wenn Sie eine neue Kirche brauchen, bekommt Tom Arbeit. Und wir können bleiben. Tom wollte schon immer eine Kathedrale bauen. Ach du Schande. Ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Ach du Schande. Wir haben das Gotteshaus zerstört. Ja. Raus hier. Ganz unauffällig. Wir sollten schnell hier raus.
du Schande. Das ist ein Problem. So viel Rauch. Aber schnell. Und werden hier noch sterben. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Ich muss hier raus. Oh je. So viel Rauch. Stufen nach oben. Das war keine kluge Idee. Den Brand zu entfachen. Von hinten kommt ein Luftzug. Hinterklettern. Was hilft's? Du, ich kenne dich. Mea Maxima Cooper. Du bist es. Bei Gott und dem Teufel. Sie haben dich zurückgeschickt, um mich zu strafen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir bösen werden. Für das, was wir dir angetan. Für meine Sünden. Wirf mich in den feurigen Pfuhl. Der angeblich tote Prio. Mein lieber Bruder, erst 2 Tage sind vergangen, seit du die Priorei verlassen hast. Jetzt schreiben wir bequem einen Brief, während die Kirche abbrennt. Viele verzweifelte Männer, Frauen und Kinder haben hier Zuflucht gefunden. Ich weiß ja nicht. Vertraut auf den Bruder. Der Graf von Shiring wurde gefangen genommen. Seine Burg wurde von Verbündeten meines Bischofs erobert. Die Menschen, denen wir Zuflucht geben, wurden von dort vertrieben. Francis, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war, aber ich fühle mich verantwortlich für ihr Schicksal. Na, das wird eventuell noch. Das könnte noch böse enden. Deswegen. Ich bete, dass dieser Brief dich wohlbehalten antrifft. Und für mein eigenes Wohl bitte ich dich, nicht mehr über unsere Eltern zu sprechen. Solche Dinge muss man ruhen lassen. Ich habe damit Frieden geschlossen und will nichts mehr davon hören. Ich hörte von dir, dass nur 3 in Graf Roberts Gefolge lesen können. Einer von ihnen ist mein Bruder. Dein Bruder, Philipp. Den Heiligen! Wir müssen den Heiligen Adolphus retten! Feuer! Das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus! Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, nein, geh nicht! Ach, du Schande!
Nach dem Brand. Während die Mönche und Flüchtlinge gemeinsam den Schutt beseitigten, hielt ich mich versteckt. Ich hatte nicht erwartet, dass so ein großartiges Gebäude so leicht und gänzlich in sich zusammenstürzen würde. Dass ein kleiner, dummer Junge wie ich es mir nichts, dir nichts in einen rauchenden Haufen schmutziger Steine verwandeln konnte. Mir war klar, dass ich etwas Schlimmes angestellt hatte. Und dass niemand jemals wissen durfte, was ich getan hatte. Ja, auf gar keinen. Vater Philipp, ich habe die Trümmer wegräumen lassen. Es sollte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich danke euch, Baumeister. Das war eine sehr lange Nacht. Viele Leute sind schon gegangen. Sie haben mich gebeten, euch für eure Güte zu danken. Was geschehen ist, tut ihnen leid. Dann sollten sie Gott für seine Gnade danken. Niemand wurde verletzt. Keiner ist gestorben. 45 Mönche und 11 Novizen. Alle gerettet. Niemand fehlt. Niemand? Helios und Cuthbert haben sogar unseren Heiligen aus der Krypta gerettet. Wisst ihr, was der Grund für den Brand war? Jemand hat das Dach in Brand gesteckt. Habt ihr jemanden in Verdacht? Nein, die Kirche war leer, als wir sie abgeschlossen haben. Niemand wurde verletzt. Die Bücher wurden gerettet. Selbst die Gebeine eures Heiligen sind unversehrt. Vielleicht geschah dies alles aus einem Grund. Was meint ihr? Hier. Ich möchte euch etwas zeigen. Es muss eine neue Kirche aufgebaut werden. Sagt mir... Was seht ihr? Ich sehe eine abgebrannte Kathedrale. Was noch? Ich sehe Schutt. Ja, aber was sonst noch? Ich sehe die Sonne. Richtig. Vater... Ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Und den Sonnenaufgang anstarren? Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben. Und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja. Jetzt sehe ich es. Die Säulen der Erde aus der Asche. Kapitel 5. Der Mann in Flammen. Was du getan hast, war es dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen. Natürlich. Du hast dich geweigert, Arnaldus nach seinem Tod zu begraben. Du hast die Kathedrale für Tom niedergebrannt. Oh, ja. Wie gesagt, mit unseren Entscheidungen werden wir hier noch. Wir werden irgendwann noch auf den Scheiterhaufen landen, denke ich. Was ich hier anstelle. Was Philipp dazu inspiriert, die Kathedrale von Kingsbridge neu zu erbauen. Nächstes Kapitel. Winchester. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete König Stefan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich, dass Stefan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Ruf von Winchester. Percy Hamley.
dass so eine Kathedrale auch einfach mit einer Kerze runterzubrennen ist. Ellie! Sie sind es, da drüben! Ja. Die Henleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steht da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Und da ist er. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge, ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philip. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stefan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Aha, Kapitel 6. Die Hemleys. Wir müssen uns beeilen. Stefan, König von England. Ich will im New Forest jagen gehen. Manchester Castle. England ist voller Wild. Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran, ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gern, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen. Percy Hamley hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe. Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen. Bringt meinen Bogen. Sagt den Männern, dass wir jagen. Oh je. Philip, Walleran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die,
Die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. Das wäre nicht schlecht. Bischof Henry sagte, dass eine Beichte von Bartholomäus uns helfen könnte. Ja, scheiß mal aufs Beichtgeheimnis. Philipp, was ist? Bitte entschuldigt mich. Natürlich. Percy Hamley wird die Grafschaft Shiring bekommen. Aber würde er einen guten Grafen abgeben? Wen kümmert's? Stefan will den Thron seit 20 Jahren. Jetzt, da er ihn hat, muss er die belohnen, die zu ihm stehen. Wer weiß, vielleicht gibt Percy ja einen guten Grafen ab. Nach dem, was ich höre, hat Lady Hamley die Hosen an. Tja. Ich habe gehört, es geht aber um die Kathedrale in Kingsbridge. Sie ist abgebrannt? Ja. Dann sollte der König irgendwie helfen, aber nicht, indem er der Kirche englisches Land gibt. Sagtet ihr nicht, Bischof Henry sei der reichste Mann in England? Warum zahlt er da nicht selbst für die Kathedrale? Gott sitzt auf dem Geldsack, wie es scheint. Ja, gute Frage. Bartholomäus und seine Leute wären nur die erste Welle gewesen. Robert von Gloucester läuft noch frei herum und er wird angreifen. Das sagst du immer. Und wahrscheinlich nur, weil der König gern hört, dass du seine Sorgen wegen Robert von Gloucester teilst. Robert von Gloucester will seine Schwester auf dem Thron sehen. Er wird angreifen. Und die Waliser werden an seiner Seite kämpfen. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Okay. Punkt, oder wollen wir gerade nicht lang, glaube ich zumindest. Morgen wird der König seine Entscheidung verkünden. Bis dahin werden sie einen einfachen Mönch wie mich nicht in die Feste lassen. Das stimmt. Okay, da wollen wir doch lang. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Aha. Wie konntest du sie entwischen lassen? Diese kleine Ratte. Ich werde sie finden, Mutter. Sie war hier? Warum? Um ihren Vater zu sehen, natürlich. Aber das wird ihr nicht helfen. Sie hat dich schon einmal zum Narren gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, Mutter. Okay, wir haben dann hier einen Kerkermeister und die Hamleys. Mönch, es wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Regan Hamley, wir sind einander noch nicht vorgestellt worden. Ihr seid ein Narr. Reicht euch das als Vorstellung, Mönch? Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, was? Ihr scheint nie einen Fuß aus eurer kleinen Priorei herausgesetzt zu haben. Ihr redet mich gefälligst mit Vater an. Wie könnt ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lassen? Walleran will die Ländereien der Grafschaft für sich selbst. Henry weiß das. Sagt doch was. Ihr glaubt mir nicht, Mönch, oder? Ihr macht euch nur Sorgen um die Ländereien eures Mannes. Selbstverständlich tue ich das. Und ihr solltet euch auch sorgen. Wenn Walleran gewinnt, verlieren wir beide. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut, aber eure Bischöfe sind nicht anders als ich. Ich glaube euch nicht. Natürlich glaubt ihr mir nicht, weil ihr ein Narr seid. Reitet mit meinem Sohn, William. Nur ein paar Stunden. Ich werde euch beweisen, dass Walleran euch hintergeht.
Ich glaube aber. Ich werde mit eurem Sohn reisen. Und sei es nur, um euch zu beweisen, dass an euren Unterstellungen nichts dran ist. Sehr gut. Vielleicht seid ihr doch kein so großer Narr. Aber gebt Acht, dass die Bischöfe euch nicht sehen. William? Was? Reite mit Vater Philipp. Zweifel. Tu, was ich dir aufgetragen habe. Also mit Zweifel, wenn es darum geht, für die Adligen. Henry weigerte sich, mir zu sagen, wohin wir ritten. Er genoss es, mich im Dunkeln zu lassen und zwang mich, ihm nachzureiten. Manchmal trieb er sein Schlachtroch so schnell voran, dass es mir schwer fiel, aufzuschließen. Aber früher oder später wartete er immer hinter einer der nächsten Wegbiegungen auf mich. Also, wenn es ja heißt, Könige und Adlige oder Bischof und Kirche, das ist ja Krone oder Kirche, es ist beides irgendwie nicht, aber es ist schon dann doch eher Kirche. Es ist ja schon, auch wenn ich dem Valoren jetzt irgendwie nicht sehr dem Braten, da rieche ich den Braten, das ist so ein bisschen. Einmal stand er da und urinierte gegen einen Felsen. Als ich zu ihm aufschloss, drehte er sich um, ohne sich zu bedecken. Ich muss ziemlich entgeistert reingeschaut haben. Er lachte und stieg wieder auf, gab seinem Pferd die Sporen und ritt weiter. Wieder folgte ich ihm, in der Hoffnung, dass diese Reise nicht ein weiterer schrecklicher Fehler gewesen war. An einer Brücke fand ich William bei einer Gruppe von Wäscherinnen. Er schrie ihnen etwas zu. Als ich ankam, konnte ich ihre Antworten hören. Sie sagten, sie hätten kein Mädchen oder einen Jungen gesehen, auf die seine Beschreibung passte. Eine jüngere blonde Frau meinte, selbst wenn sie das Mädchen gesehen hätte, würde sie es ihm nicht sagen. Anscheinend hatte sie von William Hamley gehört. William packte die überraschte Frau am Arm. Er schob die rechte Hand unter ihren Rock. Oh Gott. Sie begann zu weinen. Die anderen Frauen baten William aufzuhören, aber hatten Angst, ihn zu erzürnen. William drehte sich um und grinste, als er mich näher kommen sah. Können wir da nichts machen? Scheinbar nicht. Als er meine Worte hörte, schwand Williams Grinsen. Er stieß die junge Frau fort. Die anderen Frauen sahen mich seltsam an. Sie fragten sich wohl, warum ein Mönch mit solch einem Mann wie William unterwegs war. Wir ritten weiter und William warf mir einen gehässigen Blick zu. Ich sagte ihm, ich bemitleide ihn. Ich sagte ihm nicht, warum, weil ich keine Worte dafür hatte. Danach sprachen wir lange Zeit nicht mehr miteinander. He's dead. Unterwegs redete William mit weiteren Leuten. Zuerst dachte ich, er würde nach dem Weg fragen. Dann bemerkte ich, dass Geld den Besitzer wechselte. William bezahlte diese Leute für Informationen. Ich war froh, dass er das Interesse daran verloren hatte, anderen weh zu tun. Dann sah ich, wie eine alte Frau William zu einem bärtigen Mann auf einem Pferd wies. Aha. William nannte den Mann einen Pferdedieb. Dann grinste er und deutete dem irritierten Mann, auf sein Pferd zu steigen und mit ihm zu reiten. Sie ritten schneller und schneller und ich konnte nicht hören, worüber sie sonst noch redeten. Aha. Ich konnte nicht viel verstehen. Es schien mir, dass der Mann einem Handel mit William zugestimmt hatte. Er erhielt eine Handvoll Münzen. Und bevor er nach Norden fortritt, hörte ich die beiden einen Namen nennen. Aliena. Und ich betete darum, dass Williams Plan, wie immer er lauten mochte, fehlschlagen möge. Dann winkte mir William, schneller zu reiten. Ich vermutete, dass wir uns dem Ort näherten, den Lady Hamley im Sinn gehabt hatte. Und wenig später drehte sich mir der Magen um, als mir klar wurde, was genau unser Ziel war. Der Bischofspalast.